Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom ZT-Talk. Mein heutiger Gast ist ein international bekannter Komponist von zeitgenössischer Musik. Seine Werke werden in den renommiertesten Konzertsälen der Welt aufgeführt. Er ist schon mit unzähligen Preisen geehrt worden, aber er hat nie abgehoben und ist mit Leib und Seele Zofiger geblieben. Darum hat er nicht sehr weit ins ZT-Studio. Ich freue mich sehr auf diesen Talk. Herzlich willkommen, Dieter Ammann. Danke vielmals. Dieter Ammann, der Grund, warum ich Sie für diesen Talk eingeladen habe, ist ja ein bisschen speziell. Sie werden 60, 17. Mai, ist das richtig? 17. Mai werden Sie 60. Ist jetzt das die Zahl? Überwiegt jetzt die Freude über die runde Zahl oder die Nachdenklichkeit, weil sie schon ein bisschen hoch ist? Ja, also noch einmal 60 Jahre ist nicht zu erwarten, vor allem auch nicht, wenn man meine Familiengeschichte anschaut. Da sind Vorfahren väterlicherseits nie allzu alt geworden. Es ist aber so, dass ich ehrlich gesagt Geburtstag nie, also außer das Kind, da nimmt man sie ernst, wegen der Geschenke. Aber später ist mir das nicht mehr wichtig gewesen. Ich mag mich eigentlich nur an 30, 40, 50 Stunden und jetzt der 60. erinnern. Und zwar, weil man dort doch das ein bisschen im grösseren Rahmen gefeiert hat. Beziehungsweise wir sind einmal so schöne Fest ausgerichtet worden von der Lebenspartnerin. Natürlich seit über 20 Jahren von meiner Ehefrau. Und sie hat viel mehr mit Geburtstag. Also sie freut sich wahnsinnig. Sie freut sich auch mehr über meinen Geburtstag als ich selber. Sie hat mal bei einem Geburtstag von sich, ist sie mal mit dem Kinderwagen durch Zofingen gelaufen am Morgen und hat so lange Happy Birthday to me gesungen, bis sie eingeladen worden ist zu einem Kaffee. Wie feiern Sie? Also es gibt wieder ein schönes Fest an dem Tag, dem Fall, wo Ihre Frau wahrscheinlich organisiert. Joel. Jetzt das mal habe ich bettet, dass wir lieber nicht viel machen. Es gibt eine Podcast-Aufzeichnung bei mir daheim am Geburtstag für ein grosses Geburtstagskonzert in Basel, das ich auch noch habe. Aber ich habe wirklich in diesem Monat so viele Konzerte wie vielleicht sogar sonst in anderthalb Jahren nicht. Und dadurch bin ich sehr froh, wenn der 17. Mai nicht auch noch mit einer Sause begangen wird. Aber erzählen Sie ein bisschen, oder? Es gibt ja eine richtige Veranstaltungsreihe, es gibt Konzerte zu Ehren rund um den 60. Geburtstag. Erzählen Sie doch ein bisschen, was läuft alles? Also als erstes ist natürlich das muss ich sagen und vor allem auch ein bisschen unerwartet. Also ich habe ja nicht Fühler ausgestreckt und gesagt, hallo, ich werde 60, ich könnte mir da ein bisschen. Allerdings hat Basel Sinfonietta, das ist das zweite Sinfonieorchester zu Basel, neben dem Basel Sinfonieorchester, die haben schon lange das geplant, also das habe ich gewusst. Aber die Hochschule Luzern hat mir eine Konzertserie und eine Talkserie ausgerichtet, wie ich es nie erwartet hätte. Und das freut mich wirklich wahnsinnig. Es hat mit der neuen Leitung auch zu tun, mit einem neuen Gebäude. Es ist einfach ein neuer Schwung auf dem Platz Luzern, wo sich jetzt auch in dieser Konzertserie niederschlägt. Und das finde ich also wirklich grossartig, weil jetzt bin ich doch über 30 Jahre tätig da gewesen und ich glaube, es ist noch nie etwas von mir gespielt worden innerhalb von der Hochschule und jetzt praktisch das ganze Kammermusikwerk. Eben ganz kurz, Einschub, Sie sind dort auch Dozent oder an der Hochschule. Richtig. In Luzern, genau. Sie, wenn ich Sie so höre, Sie geniessen den Rummel jetzt ein bisschen, oder den bevorstehenden Rummel, ein bisschen schon. He? Es hat schon angefangen und ich genieße es sicher, dass ich sehe, dass tolle Musikerinnen und Musiker, auch Studentinnen und Studenten, einfach sich so reingeben, um einfach möglichst gute Interpretationen von diesen Stücken herzubringen. Ja, das ist etwas Schönes, weil als Komponist machen sie irgendwelche Bölleli und Strichli aufs Papier, aber das Papier tönt nicht. Oder? Man braucht dann immer Vermittler, Musiker. Und das sind die Interpreten. Und das ist schon toll, ja, das zum Zuschauen. Jetzt hören Sie ja sehr alte Sachen von Ihnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Sachen, die Sie vor vielen Jahren geschrieben haben. Herr Ammann, kommen jetzt Ihnen manchmal Sachen entgegen, wo Sie sagen, heute sage ich,
Oh mein Gott, was habe ich damals geschrieben? Also, es hat ein paar Sachen drin, die ich heute würde anders machen würde, was ich aber ehrlich gesagt nicht als negativ empfinde, weil stellen Sie sich vor, wenn Sie Schriftsteller wären oder Maler und Sie würden immer das gleiche Bild malen oder immer den gleichen Roman schreiben, man muss sich ja, soll sich im künstlerischen Bereich können weiterentwickeln. Aber ich muss sagen, die meisten Stücke, und das haben auch Kritiker jetzt schon festgestellt, sind sehr gut gealtet. Also sie sind nicht miefig geworden. Sie wie ein alter Schlag, ja, sage genau. Ich jetzt mal. Ja, richtig. Worauf freut Sie sich eigentlich am meisten jetzt in dieser ganzen Veranstaltungsreihe? Das ist noch schwierig zu sagen. Was ich wahnsinnig gespannt bin drauf, ist auf die Aufführung von einem Stück, das ist das einzige Stück, das ich geschrieben habe, wo nie aufgeführt worden ist, weil es damals geheißen hat, es sei zu schwer, der Chorpart sei zu schwer für Chor, Klavierduo und Jazz-Sextett. Und das ist nun wirklich etwas, wo ich ja eigentlich aus dem Weg gehe. Ich komme ja zwar aus dem Jazz, habe Rock gemacht, habe freie Improvisation gemacht, aber ich habe das immer probiert, in Kategorien zu sehen. Also akademische Komposition ist für mich eine Kategorie wie Jazz-Impro, wie irgendwie ein guter Rock-Groove. Also, und jedenfalls, ich habe das immer getrennt und jetzt kommt ein Stück wirklich zur Uraufführung, wo das mixt, also wo ein hochkomplexer Chorsatz mit komplexer Klaviermusik mixt, aber gleichzeitig auch noch ein Interlude, wo mit dem ähnlichen Material spielt. Und das wird von einem Jazz-Sextett gespielt, also eine richtige Jazzband. Also Sie hören das sehr schmal? Sehr schmal, ja. Und das nimmt mich, also da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist am 31. Mai im KKL. Aber natürlich auch wunderschön ist am 26. Mai das Geburtstagskonzert von der Basel Sinfonietta, wo übrigens fürs französische Fernsehen auch aufgenommen wird. Und es gibt sogar eine CD-Produktion davon. Und lustigerweise ist das am gleichen Tag, wie meine Frau Geburtstag hat. Also mein Geburtstagskonzert in Basel ist an ihrem Geburtstag. Da gibt es hoffentlich im Nachhinein dann noch eine kleine, auch dass sie auch ein bisschen gefeiert wird, weil man ja weiss, sie hat also Freude. Also Sie kommen irgendwie mit Ihrem 60. kommen Sie an einen Höhepunkt von Ihrer Karriere, wo... Kann man sagen, also es hat natürlich angefangen mit dem, eigentlich 2010 mit dem Lucerne Festival, wo mich als Komposer in Residency eingeladen hat, was selten ist für einen Schweizer Komponist. Und dann später mit dem Klavierkonzert, wo jetzt halt schon ein bisschen um die Welt gegangen ist, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Da reden wir noch kurz drüber. Worauf sind Sie, auf was sind Sie besonders stolz in Ihrer Musikkarriere? Ja, stolz. Ich weiß nicht, ob man kann stolz sagen. Also während dem Arbeiten bin ich nie stolz, sondern verzweifelt und mit Skrupel beladen und Selbstzweifel. Und meine Frau ist einfach dermaßen abgestellt auf so Sachen, dass sie mir eigentlich sagt, ja, ich weiß, es ist eine Katastrophe, es wird ein fertiges Eich. Weil sie das natürlich auch verkennt, die Prozess. Aber natürlich, wenn man nachher dann merkt, dass die eigene Klangwelt, die man probiert hat, aufs Papier zu bannen, dass das nicht nur Leute, Interpreten interessiert, sondern tatsächlich, dass sich ein Publikum findet, wo das also an sich hinlässt und mitgeht und sich dem bewusst aussetzt, da hat man Freude. Bevor wir vielleicht noch ein bisschen näher auf Ihre Musik eingehen, was macht Zofingen zu Ihrem 60. Geburtstag? Sie sind ja Ehrenbürger. Richtig. Also, Zofingen macht, glaube ich, nichts. Oh, okay. Also ich habe mal nichts gehört. Vielleicht haben Sie Ein bisschen enttäuschen. Okay, lassen wir das stoppen. Schauen wir mal. Reden wir noch ein bisschen über Ihre Arbeit, Herr Ammann, aber vielleicht zuerst noch die Frage, die Pandemie, hat die eigentlich einen Einfluss gehabt auf Ihre Arbeit? Sie sind ja jemand, der sehr, wie soll ich mal sagen, einsam schafft, ja. Nacht schafft. Also ich stelle mir vor, das hat nicht wahnsinnig viel verändert, oder doch? Das ist richtig. Eigentlich hätte es nicht müssen. Aber und ich arbeite ja so schubweise. Oder? Dann gibt es wieder ein Jahr, wo ich wahnsinnig viel muss auch, wegen der Deadline und so, wegen der Abgabefrist. Und dann gibt es aber auch wieder Monate, wo ich einfach ausser unterrichten, nichts mache. Und in der Pandemie bin ich so ein kleines Loch gegangen. Da habe ich angefangen, den Tag verlauern, dann den nächsten, dann die nächste Woche, dann den nächsten Monat. Und bin wirklich so, Sommer 20 war einer meiner entspanntesten Sommer, muss ich sagen. Immer rumgelegen, immer brüner geworden. Aber ich bin dann nicht mehr daraus rausgekommen, so richtig. Und das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel den nächsten Auftrag wieder um eine Saison verschieben musste. Aber jetzt glaube ich, komme ich langsam wieder rein.
ist das Bratschenkonzert? Richtig. Dort beim letzten Tag, das war im 19. gesehen, gell, Herr Ammann, haben Sie gesagt, der erste Takt ist noch nicht geschrieben. Haben Sie damals gesagt, Sie hätten Ideen, wissen aber nicht, ob Sie etwas taugen. Die Idee, wo steht jetzt das Bratschenkonzert inzwischen? Mittlerweile sind wir etwa bei 6-7 Minuten Dauer. Doch, immerhin, aber das ist noch kein Konzert. Und es ist wieder sehr, sehr dichte und intensive Musik mit vielen Noten. Also die Partiturseiten sehen recht dunkel aus. Ich hoffe, dass ich auf diesem Niveau weiterarbeiten kann, aber ich muss dann wirklich wieder reinkommen, weil jetzt habe ich eine Zeit lang ein bisschen einen Break wieder gemacht. Und was spannend ist, zum ersten Mal im Leben spielt irgendwie gedanklich der Alltag drin. Und zwar, also, sprich der Ukraine-Krieg. Ich habe das noch nie gemacht, dass ich irgendwelche persönlichen Erlebnisse oder auch meine politischen oder was immer philosophischen Ansichten probiert, irgendwie in Musik zu packen. Weil ich finde, das sollte etwas Überpersönliches sein. Etwas, wo jeder kann selber etwas anfangen damit und nicht muss irgendeine persönliche Biografie dahinter hören. Jedenfalls können Sie jetzt sein, ich bin jetzt immer noch am Wehrweisen, ob ich nicht soll ein Schubert-Zitat, der Tod und das Mädchen, aufgrund von diesen wirklich für mich himmeltraurigen, nicht nur für mich, himmeltraurigen Ereignis, ob das nicht soll widerspiegelt werden in der Musik. Das ist jetzt ein Novum. Und das heisst erst, das beschäftigt Sie so stark, dass Sie es nicht mehr können trennen, nicht mehr wollen richtig, trennen von Ihrem Nachhinein, von Ihrer Art. So, das ist genau richtig gesagt, ja. Ihr Klavierkonzert war ja extrem anspruchsvoll gewesen. Der Andreas Hävliger hat gesagt, im Dokumentarfilm, den Schweizer Fernsehen gemacht hat, neurologisch nicht machbar, hat er gesagt, oder? Das ist ja irgendwie also schon verrückt. Ist das Bratschenkonzert, ist das ähnliche Hochleistungssport? In dem Fall geht es in die Richtung, wie Sie vorher angekündigt. Es geht in die Richtung, aber bis jetzt ist eigentlich das Orchester fast noch mehr gefordert als der Solist. Aber ich werde dem Solist durchaus genügend Freiraum geben, wo er sich allein muss und darf entwickeln. Sie haben gesagt, Sie haben noch ein bisschen rausschieben müssen. Mit wem können wir rechnen, dass wir zur Uraufführung... Also, das Bratschenkonzert wird jetzt sicher kommen im 23. Jetzt weiss ich nicht, ob zuerst zu München oder zu Basel, aber in der Schweiz sicher zuerst zu Basel. Und dann geht es dann an ein nächstes Stück, das dann für Berliner Philharmoniker, jetzt kann ich sagen, für Berliner Philharmoniker ist. Das kommt dann Ende 25. Das sind so. Und das ist, was ist denn das? Das ist ein reines Orchesterwerk, wieder einmal. Ist eigentlich schon mal ein Orchester... an einem Stock von Ihnen gescheitert, gesagt haben, ja. Sorry, können wir nicht, nein, wir müssen es beiseite legen. Ich habe das erlebt, obwohl das ein Stück war, das sogar als Argovia Philharmonik schon gespielt hat, also am Stück kann es nicht liegen, und zwar am Menuhin-Festival Gstaad, wo sich ja wirklich schimpft als very big Event. Und die haben das, es war nicht einmal das Orchester, sondern der sogenannte leitende Dirigent, der hat das zu wenig ernst genommen und hat anscheinend immer gesagt, ja, das machen wir dann, wenn der Komponist da ist, fragen wir den dann und so. Und als ich oben musste, ich habe sogar die Musikverantwortung von der Pro Helvetia zitiert und gesagt, schau, so etwas dürfen die einfach nicht mehr unterstützen, auch nicht mit Finanzen, und bin wieder abgereist. Das ist mein einziges... Und dann ist es nicht zur Aufführung gekommen? Nein, das ist mein Tolken im Reinheft. Ihre Musik ist ja für sehr viele Leute relativ schwer, bis sehr schwer zugänglich. Wir hören jetzt mal in ein paar Takte rein. Wenn man jetzt mit dieser Welt nicht so zu tun hat, nicht so häufig Kontakt hat. Wie schafft man den Zugang zu so zeitgenössischer Musik? Das ist im Prinzip ganz einfach. Es gibt zwei Merksätze. Das erste ist, ich will mich fordern und will aber nicht permanent vergleichen mit dem, was um ist, also mit dem, was ich kenne. Also wenn Sie dann gehen, Melodien suchen oder eben wenn mitwippen oder so, dann geht das nicht. Also müsste man, so schloss man einfach am Angebot vorbei, oder? Das ist, wie wenn man will, Fleisch kaufen, man geht irgendwie in Milch, in Käse, das geht ja auch nicht zwingend. Und dann das Zweite ist, wenn man das will, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man eigentlich
wirklich fast wie ein Kind zurückgefahren. Ich sage immer, je komplexer etwas ist, desto einfacher soll man es hören. Also, das heisst zum Beispiel, ich höre auf Dichteverhältnisse, ich höre auf, wird es laut, wird es leise, kommt der Klang näher, geht er weg, geht er auseinander, gibt es eine Pulsation drin, gibt es vielleicht gleich eine melodische Linie, die ich kann, verfolgen kann. Also einfach... kommt so simpel entgegen. Es ist völlig simpel. Es ist, es, ich habe schon das Bild gebracht mit dem Gewitter. Oder? Wenn man ein Gewitter anschaut, wo die Elemente miteinander... Und es ist wahnsinnig faszinierend, aber niemand fragt sich doch, was jetzt die elektrostatische Entladung ist, was irgendwie, was immer, der Spannungsunterschied ist zwischen aber und bei einem Blitz oder so, sondern man lässt das Phänomen auf sich wirken und so, das wäre, glaube ich, der beste Zugang. Gibt es auch Profimusiker, die schweren Zugang finden zu ihrer Musik, die quasi ihre Sachen spielen, einüben und dann sage ich, aber Herr Ammann, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, das, was haben Sie, wie, also, oder ist das, ist die Welt, die versteht das gut? Nein, also gut, also wenn man mit Top-Orchester zu hat oder mit, sagen wir mal, mit Ensembles für zeitgenössische Musik, die international tätig sind, dann hat man ja gar nicht so Musiker drin, die nicht so on, also wo halt wirklich schon viel gesehen haben und auch ein wahnsinniges Handwerk haben. Dort stellt sich das weniger. Aber ja, in früheren Stücken, zum Beispiel in einem Cello-Solo-Stück, habe ich so rhythmische Patterns gemacht, wie, wo man muss schlagen wie ein Bassist und dann da zupfen links. Und das sind natürlich Sachen, die ein klassischer Musiker nicht lernt im Studium. Das bringt sie ja völlig an Grenzen. Oder? Genau, dort habe ich jetzt gerade zum Beispiel gestern wieder mit einer Cellistin dran gearbeitet. Das ist eben gut, wenn man... Macht Ihnen das auch ein bisschen Spass, quasi Musiker? Wissen Sie, wenn Sie komponieren, oh, das ist aber... Also, oder sagen Sie einfach, das ist jetzt halt notwendig? Also meine neue Musik ist wenn sie virtuos ist, ist sie immer eigentlich traditioneller Sinn virtuos. Also wenn sie Tchaikovsky-Giga-Konzert spielen können, können sie auch mein Giga-Konzert spielen. Früher, stimmt, habe ich schon auch, was ist möglich mit Instrument, geräuschmässig und so, was kann man noch machen, nebst dem Normalspielen, habe ich schon ausgecheckt. Aber das ist irgendwie auch der Sinn von der zeitgenössischen sogenannten E-Musik, weil sie kann eben das, ihre eigene Geschichte erzählen, mit Klang und eben Sachen, dann zu Tage fördern, wo man halt nicht hört, wenn man einfach das Radio anlässt. Und Sie sind quasi der Klangmagier, oder, von dieser E-Musik? Ja, Magier wäre schön, wenn es mit zaubern würde. Wenn es würde von selber quasi rausfliessen. Mit 60 ist man nicht mehr ganz jung, sage ich jetzt mal, aber sicher auch noch nicht alt. Als Komponist zum Glück gilt das noch so als mittelalterlich. Ja. Okay, was haben Sie noch so vor im nächsten Jahr, Jahrzehnt? Vielleicht mal der Rasenmäher, das macht auch meine Frau. Nein, ich werde dann einfach sicher noch gerne fertig unterrichten. Und wenn's, ich kann mir sogar auch vorstellen, dass ich etwa die noch Privatstunde für Leute werde geben, die ihre Stücke mir wollen, ja, wo einfach ein Feedback wollen. Aber ansonsten komponiere ich halt einfach weiter, weil mit den Aufträgen hört es nicht auf. Also als Komponist ist man nicht pensioniert. Man kann auch nicht das Hirn abstellen und dann hat man keine Musik mehr drin. Das ist von dem her, habe ich jetzt nicht so, abgesehen davon, sagt meine Frau sowieso, du lebst jetzt schon wie ein Pensionär. Von dem her wird das einfach so weitergehen wie bis anhin. Und Sie werden sicher wieder mal in den ZT-Talk kommen. Noch so gern. Herr Ammann, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen dann, also zum Geburtstag gratuliere ich natürlich noch nicht, wenn dann wenn es so weit ist. Ich wünsche Ihnen aber wirklich ganz eine tolle Zeit und herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Danke vielmals, Herr Pfister. Nächste Woche, neuer Gast, neuer Talk, hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Lindenhof Oftrigen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.